Jetzt im Sommer bei den hohen Temperaturen, zum Teil der großen Hitze, stellt sich schon die Frage, wie handle ich das mit dem Duschen? Jetzt im Sommer duscht man gerne häufiger, es erfrischt, es tut einem gut, aber wenn bei empfindlicher Haut oder generell macht man sich doch Gedanken, wie häufig, was soll ich nehmen, schade ich meiner Haut, wie gehe ich am besten vor, um eben meiner Haut was Gutes zu tun. Deswegen erzähle ich euch heute etwas dazu. Ich bin Dr. Barbara Meyer-Lehmann, Hautärztin bei Dermanostik, in Befundung und Beratung tätig und eben auch in Erstellung von Tipps der Woche und eben jetzt speziell heute Tipps zum Duschen. Was ist gut beim Duschen für die Haut, wenn man die Haut nicht überstrapaziert? Die Haut wird strapaziert durch zu häufiges Duschen, zu langes Duschen, zu heißes Duschen und auch die Anwendung von zu viel, zu stark parfümierten Duschgels. Das heißt im Umkehrschluss, weniger ist mehr. Das heißt, die Temperatur nicht zu hoch wählen, nicht zu häufig duschen und dann eben eher kurz, um eben die Haut zu reinigen, am besten eben mit unparfümiertem und sparsam angewendetem Duschgel. Auch eben in Anbetracht der ja, befürchteten Ressourcenknappheit sollte man auch mit Wasser sorgsam umgehen. Und eben auch, was die Temperatur angeht, nicht zu viel Energie verwenden, indem man eben im Sommer unbedingt heiß duschen muss. Lauwarm würde es in dem Fall auch tun. Nach dem Duschen ist wichtig, dass die Haut rückfettend gepflegt wird. Da sind fettarme Bodylotions gut geeignet, denn eben jedes Duschen, auch wenn es vorsichtig erfolgt, entzieht der Haut auf Dauer Feuchtigkeit. Und das kann gerade, wenn man empfindliche, trockene Haut hat, auf Dauer eben doch zu Problemen führen, sogar zum sogenannten Austrocknungsekzem, wo die Haut dann gerötet ist, verstärkt schuppt und manchmal sogar juckt. Das sollte nicht eintreten. Aber eben wie gesagt, man kann es verhindern, wenn man weiß, dass weniger in dem Fall sogar eher mehr ist. Wenn man es in Maßen hält, auch beim Duschen eigentlich nicht viel falsch machen kann. Das waren jetzt ein paar Tipps von mir an dich, was eben die Duschfrequenz, die Anwendung von Körperpflegemitteln betrifft. Wenn du mehr Probleme hast oder noch zusätzliche Fragen, beantworten wir die dir natürlich auch gerne. Melde dich bei uns über die App. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und eben wie gesagt, bei Problemen der Dermanostik-App, wir stehen zur Verfügung.